if I was you. I'd be dying to be a reflection of the person that you're seeing in me, like I was born in the moon. Oh, Rico, warte. Na, mach weg. Nein, es hat angefangen. Ich habe gerade Ideen gehabt und ich kann nicht einfach so äußern. Wenn sie nämlich nicht angenommen werden, dann würden alle nur sagen, was, das ist die Idee, aber du machst es nicht. So, hi. Hey Leute, was geht? Rico ist hier und so. Und jetzt nehmt erstmal euer aktives Alu-Hähnchen in die Hand, denn dann ist alles gut. Weiß, dass ich weiß, wo du wohnst, ne? Ja, ich kann dich gerne empfangen. Kakao? Kaffee? Nee, du magst keinen Kaffee, also lieber Kakao. Definitiv Kakao. 15 Stück sogar, danke. Also, folgendes. Man sieht es schon ganz fett, weil ich ein wunderschönes Bild mit GIMP vorbereitet habe und das richtig schlecht in Rot-Pink gemalt habe. Das mit Minecrafter HDLP. Mit Minecrafter HDLP noch mit drauf. Wir streamen morgen. Woohoo! Mama, hol die Kamera! Nein, hol zwei! Ja. Und zwar streamen wir nicht nur wie üblich ein bisschen PvE Cube World, sondern. Tobi, sag's den Leuten. Warte. Leute, wir streamen Cube World. Das ist schon so. Ja, wir streamen Cube World. Aber nicht nur PvE, da hat Rico schon nicht unrecht. Warte, Trommelwirbel. Sondern auch mit der Community PvP. Woo! Weil wir haben ja seit einigen Generationen einen Cube World PvP Server. Und dachten wir uns, das können wir ein bisschen mischen, also wir werden wahrscheinlich mehr PvE als PvP spielen, aber man kann ja dann auch hergehen und mal so ein Stündchen oder noch ein bisschen mehr einfach mal PvP mit der Community zocken. Haben wir überhaupt eine Community, Rico? Vielleicht haben wir gar keine Community. Vielleicht sollte ich mir diesen Begriff ab... Mit den Leuten, die sich dazu aufraffen, uns zu gucken, weil sie nichts Besseres zu tun haben, könnte man dann ja auch mal eine Runde PvP spielen. Wenn ihr darauf denn Bock habt, können wir ja einfach dann im Stream nachfragen. Genau. Ja, wir haben uns einfach mal gedacht, hey, wie wär's denn mal, wenn wir eine Stream-Ankündigung nicht auf den letzten Drücker machen, sondern auf den Drücker davor? Und das ist heute! Ja, heute! Drei Videos in Folge, Rico. Drei freaking Videos in Folge. Oh, ja, yeah. Ich darf den ganzen Spaß rendern. Danke. Danke, Obama. Ja, ist echt so. Hätte mir mal Trump gewählt, der war gut. Sorry, das kann ich nicht sagen. Gleichzeitig ernst bleiben. Ja, also morgen streamen, und zwar PvE und dann PvP mit euch zusammen. Also PvE machen wir alleine, das ist koordinierter. Außerdem, wenn wir PvE mit Leuten spielen, mit euch spielen würden, also mit Zuschauern, dann wäre das so, dass wir dass diese Zuschauer nicht im Stream wären. Dann würden wir uns ziemlich scheiße fühlen, weil uns dann einfach Zuschauer im Stream fehlen würden. Und das würde unser Ego so krass zerstören, dass Rico sich wieder versucht, selbst umzubringen und ich ihn dann retten muss. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich sterbe. Ja. Ja. Ja, das war's auch eigentlich im Prinzip, glaube ich, ne? Das war's prinzipiell und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt ganz, ganz hastig und zwar werte unsere Stimme immer höher. Tobi, du musst ja jetzt mitten in den Satz fallen. Oh mein Gott, es geht so hoch, wie du kannst, Tobi, du musst auf jeden Fall abonnieren, Alter, Daunerwitz. Ja, das ist echt so, Schlag. Ja, das